Kloster Volkenroda in der Nähe von Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Thüringer Wintermärchen und offensichtlich auch die richtige Atmosphäre, um sich zu Beginn des Parlamentsjahres auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Also wir wollen einen wichtigen Punkt setzen in unsere eigene Partei hinein, in das Selbstverständnis der Fraktion, und haben uns vorgenommen, jetzt jährlich nach Volkenroda ins Kloster zu kommen, am Jahresanfang, um unseren Ablaufplan für das Jahr zu bestimmen, auch in uns selbst zu schauen, was ist uns wichtig, was leitet uns eigentlich als gemeinsame Idee. Und ich will sagen, nach diesen 2 Tagen, es war ein voller Erfolg und die Fraktion hat wirklich in großer Einigkeit gute wegweisende Entscheidungen getroffen. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag konzentrierte sich auf ihrer Klausur vor allem auf die drängenden Fragen der Zeit, allen voran die Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Haushalte. Aber auch das Profil der CDU oder die Novelle des Kindertagesstättengesetzes standen auf der Tagesordnung. Ja, eine der wichtigen Botschaften ist die, dass wir als CDU, als Volkspartei in der ganzen Vielfalt, auf dessen Fundament wir uns auch gründen, christlich-soziale Wurzeln zu haben, liberale Wurzeln zu haben und konservative Wurzeln zu haben, dass eine große Volkspartei auszeichnet, genau in dieser Breite auch aufgestellt zu sein. Und darüber zu diskutieren, auch bundesweit mit der Bundespartei ins Gespräch zu kommen, aber auch als Landesverband die eigenen Hausaufgaben zu machen, das war ein wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt betrifft unsere aktuelle Politik. Wir sind in der neuen großen Koalition. Die Regierung ist jetzt mit Christine Lieberknecht 77 Tage im Amt, die Minister 5 Tage weniger. Also wir sind noch in den ersten 100 Tagen. Und da ist, glaube ich, auch gut zu bestimmen, welchen Kurs wir einschlagen wollen. Und da war wichtig, die ersten Dinge auf den Weg zu bringen, Kita-Gesetz zu machen, Haushalt aufzustellen und damit auch die ersten Schritte jetzt gemeinsam zu gehen. Mit dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Norbert Walter, gelang es, einen der kompetentesten Experten des Landes für die Diskussion zu gewinnen. Der Fraktion war es wichtig, abzuschätzen, in welchem wirtschaftsklimatischen Umfeld der Landeshaushalt 2010 aufgestellt wird. Er hat eine zuversichtliche Prognose ausgesprochen, dass er sagt, das Wirtschaftswachstum geht von 1-2% eher aus in diesem Jahr. Das ist erstmals wieder ein kleiner Lichtblick, nachdem im letzten Jahr das Wirtschaftswachstum -5% betragen hat. Und für uns heißt diese Botschaft, wir können mit festen Haushaltszahlen planen und müssen nicht mit neuen Steuereinbrüchen rechnen. Die erste Winterklausur der CDU-Fraktion in Volkenroda war spannend, lebhaft und konstruktiv. Und so fiel das Fazit der Landtagsabgeordneten durchweg positiv aus. Die Themen waren top besetzt, gestern mit Miriam Lau und heute natürlich mit Professor Walter. Und hochinteressant. Ich werde das weitertragen und wie gesagt, ich bin sehr angetan von dieser Klausurtagung. Zugute kam uns natürlich auch die Ruhe jetzt hier in diesem Kloster. Auch das Gebet haben wir hier gehabt, sodass wir auch miteinander wieder mehr im Gespräch sind, als das im täglichen Arbeitsleben sonst möglich ist. Ich bin sehr zufrieden und die Fraktion auch. Es gab ein großes Feedback. Und uns ist wichtig, dass wir mit dieser Klausur wirklich ein Zeichen setzen zu Beginn des Jahres, auch in die neue Mannschaft hinein. Wir sind kleiner geworden als Fraktion, jetzt nur noch 30 Abgeordnete. Und da war es wichtig, dass mit der Fraktion auch das gesamte Kabinett, mit der Ministerpräsidentin, was 2 Tage mit dabei auf der Klausurtagung war, dass wir eine gute Einheit bilden und damit einen wichtigen Stabilitätsfaktor in der schwarz-roten Regierung auch bilden. Und ich glaube, diese Gemeinschaftsbildung, die ist gut gelungen.